Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Ich knüpfe diese Folge quasi jetzt direkt an die letzte Folge an. Es geht direkt weiter, Schlag auf Schlag. Und deswegen sind wir hier noch mitten im Spiel und jetzt tritt gerade in diesem Moment wieder der Grafikbug auf. Deswegen würde ich sagen, ich pausiere wieder. Es ist eine Sache, die liegt nicht an der Mod, die liegt an Emergency. Emergency ist nicht für so eine große Map mit so vielen Fahrzeugen ausgelegt und irgendwann tritt halt dieser Bug auf, wenn man aber die Grafikeinstellung runterschrauben soll. Also zum Beispiel Bevölkerung, glaube ich, wird empfohlen 75%, Tiefen und Schärfe, glaube ich, aus und alles Mögliche nur auf hoch. Dann soll der Fehler nicht mehr auftreten. Bei manchen Systemen braucht man aber nicht alles so weit runter regulieren. Deswegen, ich muss das mal so ein bisschen rumprobieren, austesten. Ich würde jetzt aber sagen, ich mache tatsächlich nochmal eine Aufnahmepause, beziehungsweise ich drücke gerade auf Pause, lade das Spiel nochmal neu und dann knüpfe ich einfach direkt nochmal an. Da muss ich das Intro wenigstens nicht nochmal einsprechen. So, also bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Spiel ist neu gestartet. Grafik sieht wieder gut aus und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt die Bevölkerung in der letzten, beziehungsweise nicht in der letzten Folge, sondern eben gerade bevor bevor ich wieder auf Weiter geklickt hatte, habe ich ja, beziehungsweise auf Pause geklickt habe, ich kriege gerade keinen gescheiten Satz raus. bevor ich die Aufnahme pausiert habe, habe ich ja nochmal die Bevölkerungsdichte ein bisschen runtergeschraubt. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Notfalls muss ich halt von Ultra runtergehen auf hohe Grafikeinstellungen. Das werden wir dann sehen, aber Achtung, ich hoffe, es läuft jetzt. Das Opfer wurde vom Täter angegriffen und verletzt. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Versorgen Sie das Opfer, nehmen Sie den Täter fest und transportieren Sie ihn ab. Achtung! Das Opfer des Überfalls wird immer schwächer. Wir müssen es sofort versorgen, sonst werden wir es verlieren. Ja, ich habe jetzt einfach mal 4 Streifenwagen hingeschickt. Das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Während er sich hier im Moonwalk-Style durch die Gegend droppt. Ja, mal gucken, ob jetzt irgendwie nochmal dieser Grafikbug auftritt oder nicht. Okay, geh doch gleich durch die Wand durch, Kollege. Was ist denn los bei dir? Also ich kann zwar viele Situationen einschätzen, aber nicht, dass er jetzt hier sich durch die Wand backt und dadurch eine Abkürzung nehmen kann und durch die Häuser durchrobbt. Okay. So, fahren wir da hin. Nicht hier vorbeifahren, aussteigen, festnehmen. Erwarte Befehl, kein Problem. Höre. Ist in Arbeit. Ich habe angeklickt, dass dieses Fahrzeug ihn verfolgen soll. Funktioniert gut. Die Polizisten kommen jetzt einfach nicht mal an ihn ran. Na komm, festnehmen. Er hat doch eh keinen Atem mehr. Er ist doch fertig mit der Welt. Jawohl, bin dabei. Schöne Busse. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Ja, kriegen wir hin. Gar kein Thema. So, die Person ist leicht verletzt. Mal gucken, ob wir mit der Polizei hier die Person ein bisschen aufpäppeln können. Verstanden. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten. Denke mal hier drüben, das Problem ist ziemlich... Warum sind so viele Busse unterwegs? Was ist hier los? Was gibt's? Sofort. Was gibt's? Sofort. So, Rettungswagen ist auch da. Erwarte Befehle. Kein Problem. Was gibt's? Beziehungsweise er hat hier den Erste-Hilfe-Taschen. Okay, der Polizist geht sogar beim Rettungswagen ans Fach und holt sich da eine Erste-Hilfe-Tasche raus. Das ist natürlich auch geil. Höre. Das ist natürlich auch wirklich eine coole Sache. So, Polizist wollte behandeln, Person ist tot. Nein, natürlich nicht. Alles im grünen Bereich. Gut, ihr könnt die Taschen wieder ablegen. Es war nur mal ein kleiner Probelauf. Ja. Ist aber cool, dass sie sogar da ans Fach vom Rettungswagen gehen und sich die Taschen nehmen. Gefällt mir. Kein Problem. So. Bin bereit. Euch kann ich, glaube ich, alle auf Streife schicken. Wird er auch behandelt oder wird er nur geguckt? Ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt wird behandelt. Alles klar. Was ist hier los? Willst nicht einsteigen? Bin bereit. Habe ich zu gut geparkt an der Stelle? Kommst nicht rein? Ja. Jetzt aber. Okay. Dann ab zurück zur Wache. Und ich würde hier gern wieder zumindest mal einen Streifenwagen losschicken. Ich
brauchst kein Blaulicht. Ich habe vergessen, Sonderrechte auszumachen. So, einmal auf Streife gehen. Höre. In Ordnung. Irgendwie, die Busse haben es auch ein bisschen schwer gerade. So. Höre. Kein Problem. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Oh, das ist unschön. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Oh, verdammt, da ist ja auch... Ah, gar nicht gut. Komm, fahr da hin. Gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Habe ich schon mal gesagt, gar nicht gut? Bin bereit. Alles klar. Habe ich schon gesagt, gar nicht gut? Ich bin mir nicht sicher. Das ist natürlich auch gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Kompletter Löschzug direkt mal. So, HLF. LF. DLK, weiß ich nicht. Können wir theoretisch hier hinschicken, dann können wir da oben über den Container drüber löschen, aber so unbedingt brauchen wir den eigentlich nicht. Rettungswagen soll mal da parken. Funkstreifenwagen soll hier mal dicht machen. Das ist echt eine unschöne Position. Genauso wie hier. Was gibt? Jawohl. Wenn sich hier die Hecke noch irgendwie weiter ausbreitet, aber ich denke mal nicht, dass es so weit kommt. Dann haben wir da ein Problemchen. Hydrant haben wir hier hinten. Alles klar. In Ordnung. Ah, ich glaube aber, das eine Fahrzeug hat das unter Kontrolle. Einmal zurück ins Krankenhaus. Brände löschen. Ja, das ist jetzt mein Sorgenkind. Das ist mein Sorgenkind. Es brennt halt auch direkt an der Halle. Und an der Halle steht direkt ein Auto. Und an dem Auto steht direkt noch ein Auto und noch ein Auto. Sind das Geldtransporter? Nö, oder? Keine Ahnung. Ja. Zu Befehl. Höre. Kein Problem. So, direkt erstmal Schnellangriff. Hauptsache, es geht vorwärts mit dem Löchen. Bin bereit. Jawohl. Rest machen wir dann. Rest machen wir dann. So, Wasserversorgung stellen wir hierher. Okay, jetzt brennen die Glascontainer. Was brennt denn in einem Glascontainer? Ausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Ja, ist hier wieder ein Brandstifter unterwegs. Es kommt hier drauf an, wie schnell sich jetzt der Brand ausbreitet. Das kann extrem gefährlich werden. Es kann aber auch recht schnell abgearbeitet sein. So, das Feuerchen ist auf jeden Fall aus. Ich weiß jetzt aber nicht, wo war der andere Brand? Das eine war da. Wo war das andere? Da ist die Feuerwache, da ist das. Hier unten? Nö. War das da? Haben wir auch extrem schnell unter Kontrolle gekriegt. Finde ich gut. Man kann direkt wieder weg, direkt wieder weg, direkt wieder weg. ELW auch wieder direkt weg. Ich habe gedacht, das adet jetzt ein bisschen mehr aus, dass das hier noch ein paar mehr Problemchen ergibt. Bin bereit. Wassertank bitte einmal voll machen. Bevor da weggepackt wird. Ja, hier haben wir irgendein Brauhaus. Oh je. Dann aber schnell. Naja. Alamed hatte ich ja, glaube ich, schon, gell? Ja, genau. Da ist schon die Markierung. Da ist schon die Markierung. Ich weiß aber jetzt nicht, welches Fahrzeug da hinfährt. Wahrscheinlich Berufsfeuerwehr hier oben. Oder auch nicht. Wer fährt denn da hin? Auch nicht? Ah, okay, der andere. Die Feuerwache 2 wahrscheinlich, oder was auch immer das war. Irgend sowas in dem Dreh. Stop and go! Fertig gewackelt, sehr schön. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich sicherheitshalber, weiß ich nicht, soll ich nochmal ein Fahrzeug losschicken? Sicherheitshalber. Sicherheitshalber, ich schicke nochmal ein LF los. Achtung, Taschendiebstahl. Eine Person wurde gestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Direkt an der Kirche. Direkt an der Kirche. Das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Und jetzt das Problem. Der Streifenwagen, der auf Streife ist, ist hier hinten und der Rest ist an der Polizeiwache. Hier oben fährt einfach gar nichts rum. Der hat gute Chancen zu entkommen, wenn ich ehrlich sein soll. Sehr gute Chancen. Ich schicke einfach mal noch einen Streifenwagen ein bisschen weiter vor, mit der Hoffnung, dass ich den irgendwie abfangen kann. Wahrscheinlich wird der Streifenwagen da jetzt die restliche Aufnahme rumstehen, weil ich den vergessen habe. Okay, da kommt der erste Streifenwagen angefahren.
Ich kann jetzt hier auswählen, dass der Streifenwagen die Person verfolgen soll. Das ist ja schon mal eine sehr gute Sache. Und jetzt brennt auch schon die Hecke hier. Okay. Schnellangriff aber sofort. Es ist verdammt nah am Gebäude dran. Wenn hier jetzt das ganze Gebäude anfängt zu brennen, dann Halleluja. Bin bereit. In Ordnung. Ja, bin dabei. Okay, ein Fahrzeug von innen löschen, ein Fahrzeug von außen löschen, dann nochmal Verteiler bitte direkt aufbauen, plus Wasserversorgung wäre eine feine Sache. Muss aber nicht unbedingt. Kein Problem. So, hier auch. Direkt Schnellangriff. Okay, Streifenwagen hat direkt hinterm Haus geparkt. Bin bereit. Kein Problem, bin bereit. So, Pfefferspray. Okay, wird erledigt. So, gar kein langer Kampf. Ich kann euch auch wieder eine schöne Geschichte erzählen. Katrin ist ja manchmal so ein bisschen tollpatschig. Kein Problem. Ein bisschen arg tollpatschig. Und wir haben Pfefferspray tatsächlich im Auto liegen. Alles klar. Ja, und als wir hier mal auf dem Markt laufen wollten, wollte ich das einfach, dass wir das dabei haben. Weil die letzten Jahre ist hier oft beim Markt viel dummes Zeug passiert. Ja, dass sich irgendwelche Leute am Bahnhof zum Prügel verabredet haben. Die sind dann aus allen möglichen Städten hergekommen und haben sich dann hier die Birne eingeschlagen am Bahnhof. Und bei dem Markt ist fast jedes Jahr irgendwie abends am Wochenende was. Und wir haben halt gedacht, okay, wir gehen mal abends am Wochenende dahin, weil es einfach schöner aussieht. Jawohl. Im Dunkeln, so ein schöner Jahrmarkt. Da habe ich halt gesagt, okay, wäre gut, wenn du das in deine Handtasche steckst. Falls uns einer auf den Sack geht, können wir den einfach ausschalten, dann muss man sich nicht verletzen dabei. Ja, können wir es einfach so machen. Ja, Katrin hat es in ihre Tasche gesteckt und hat dabei aus Versehen dieses Pfefferspray im Auto ausgelöst. Ach ja. Der Tagau hat keine Luft mehr gekriegt. Ich hatte das Auto zum Glück schon geparkt gehabt. Wir wollten gerade loslaufen eigentlich. Ich habe mich gewundert, warum kriegt die keine Luft mehr? Hat die einen Asthmaanfall oder irgendwas? Und dann hat sie mir irgendwann das Spray hochgehalten. Habe ich gerafft, was los war. Dann habe ich sie erstmal aus dem Auto raus, damit sie wieder Luft kriegt. Und ihre komplette Tasche, egal was du angefasst hast, tagelang hast du noch, wenn du dir danach und nachdem du ihre Tasche berührt hast, irgendwie ins Gesicht gefasst hast, haben die immer noch die Augen gebrannt, also richtig, richtig aggressiv, dieses Zeug. Beziehungsweise man nennt es ja nicht Pfefferspray, es ist Tierabwehrspray, was wir da quasi haben. Aber schon krass, wie aggressiv dieses Zeug einfach ist. Also es haut einen wirklich direkt um. Es ist schon richtig, richtig gut, muss man sagen. Ja, nach ein paar Minuten konntest du da auch wieder richtig atmen und dann war auch wieder alles gut. Ich bin ja dann über die Jammer gelaufen, durfte nichts anfassen, weil sonst hätte ich das Pfefferspray-Zeug irgendwo dran geschmiert. Das wäre natürlich auch nicht so gut gewesen. Ja. Ihre Tasche haben wir dann weggeschmissen und den Inhalt, den meisten, haben wir auch weggeschmissen. Alles, was halt abwaschen ging, haben wir noch abgewaschen und ja. Aber krass, die hat sich ja nicht angesprüht damit. Es ist einfach in ihrer Tasche kurz losgegangen, kurzer Zich, ja, der Staub, der Dampf davon oder der Staub, der feine Staub davon, der hat sich dann anscheinend, ja, Richtung Katrin begeben und hat sie einfach mal außer Gefecht gesetzt. War schon nicht schlecht. Gut, jetzt weiß man wenigstens auch, wieso Menschen darauf reagieren. Ist ja auch nicht schlecht zu wissen. Was haben wir hier? Technische Hilfeleistung, Türöffnung, Opfer mit Notarzt behandeln, alles klar. Dann gehen wir hier gerade mal in die Stichwortalarmierung. Technische Hilfe, P-Tür, hilflos. Machen wir anders, so. P-Tür, hilflose Person hinter Tür. Dann einmal HLF, dann einmal RTW, dann einmal Funkstreifenwagen. Gut. Ja, jetzt habt ihr mal den Grund gesehen, warum das gut ist, wenn man einige Streifenwagen hier auf der Strecke unterwegs hat. Einfach, weil wenn dann ein Einsatz kommt, dann hat man direkt ein Fahrzeug in der Nähe und hat keine lange Anfahrt. Man kann viel besser und viel schneller reagieren, als wenn die jetzt immer an der Wache erst losfahren. Das ist halt total, total unpraktisch. Deswegen, ich liebe diese Funktion mit dem auf Streife schicken. Jawohl, bin bereit. Ist in Arbeit. Dann hat man oft Glück, dass es direkt neben einem Streifenwagen passiert und man kann einfach direkt die Person festnehmen. Das ist halt dann, so sollte es sein, dass man schnell im Notfall reagieren kann. Ja, jetzt heißt es hier warten. Der Rettungswagen müsste aber gleich da sein, der kommt schon angefahren. Man sieht es auf der Minimap, ist gleich schon vor Ort. Da ist er auch schon. Was geht's? Da ist er auch schon.
wird gemacht. Ja, können wir schon mal alles vorbereiten. Einer kann schon mal die Arzttasche nehmen, beziehungsweise die Erste-Hilfe-Tasche. Sofort. Plus, einer kann schon mal die Trage ausrüsten. Ich mache noch den Heckwarner an, den habe ich vergessen. Dann können wir uns hier schon mal bereitstellen. Dann heißt auf die Polizei warten, beziehungsweise jetzt erstmal auf die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist aber auch gleich da. Streifenwagen weiß ich jetzt nicht, von wo der angefangen kommt. Ich denke mal, das ist der blaue Punkt, der kurz hinter dem Feuerwehrfahrzeug ist. Also müsste er auch gleich da sein. Ja, das können wir gerade mal ausblenden. Brauche ich nicht unbedingt. Bin bereit. Sehr schön. Blaulicht einmal aus, Heckwarner an. Wir kennen das ganze Prozedere schon. Bin bereit. Verstanden. Dann die rabiate Variante. Einmal mit der Axt die Tür aufbrechen. Bin bereit. Kein Problem. Was geht? Wird gemacht. Sofort. Nein, nicht umleiten. Ich möchte hier mit dem Fahrzeug umleiten. Bin dabei. Vollsperrung. Warum auch immer noch Vollsperrung angezeigt wird. Wir machen Unfall. Ich brauche die Pfeile. Ist kein Unfall, aber ich brauche die Pfeile, dass die Fahrzeuge Bescheid wissen. So, da ist die Person. Einmal bitte behandeln, gucken, ob wir den Notarzt brauchen. Dann kann die Feuerwehr schon mal weg und die Polizei soll schon mal die Tür verschließen. Dann können die auch direkt wieder weiterfahren. Brauchen wir die nicht mehr weiter hier. So. Ach, gerade mal mein Mikrofon ein bisschen verstellen. Ich habe irgendwie Rückenschmerzen eben. Nicht gut. Irgendwie wird Zeit für eine neue Matratze. Und das ganze Sitzen hier und Aufnehmen ist auch nicht immer so ganz angenehm für den Rücken. Aber egal. Muss man durch. Vielleicht bräuchte ich auch mal einen gescheiteren Schreibtischstuhl. Ich habe nur so einen IKEA-Billigstuhl. Der ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Ja, wieder mal eine sehr unbequeme Stelle, direkt wieder an der Hauswand dran. Anders kennen wir das ja gar nicht. So, ja. Ihr könnt auf Streife gehen. Jawohl. Euch brauche ich nicht mehr hier. So, die Person ist gleich fertig behandelt. Dann können wir die auch Richtung Krankenhaus schicken. Verstanden. Jawohl. So, die fahren los. Sehr schön. Wo ist denn das überhaupt auf der Minimap? Das ist da in der Nähe. Da war noch ein Fahrzeug anscheinend unterwegs. Höre. Weil so nah dran. Okay, es breitet sich gleich weiter aus. Das ist keine schöne Sache. Aber die Feuerwehr ist da. Sehr gut. Ja. So. Atemschutz haben sie alle an. Dann einfach nur noch aussteigen. Schnellangriff. Der Rest soll auch gleich aussteigen. Habe ich wieder geklickt, dass er einsteigen soll. Das ist natürlich doof. So, aussteigen. Schneller Angriff. Erstmal anfangen mit dem Löschen und dann wird der Rest aufgebaut. Was geht's? Wenn die da am Aufbauen sind, kann man irgendwie die Person nicht aussteigen lassen. Das ist immer ein bisschen doof. Jetzt geht's. Dann kann er schon mal anfangen zu löschen. Und dann kümmere ich mich jetzt hier um den Rest. Und dann Verteiler hier hin. Wie sieht's aus mit Wasserversorgung? Haben wir hier einen Hydranten, da haben wir einen. Die kann man auch mal schnell übersehen. So, erstes Containerchen ist aus. Die Mülltonnen müssen noch abgelöscht werden. Kriegen wir aber hin. So. Somit abgeschlossen. Ja.
Wassertank ist gleich wieder voll und dann heißt wieder zusammenpacken, ab in die Wache. Der nächste Einsatz lässt bestimmt nicht lange auf sich warten, ich wollte es gerade sagen. In Ordnung. Brand Einfamilienhaus. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. ELW, ja, du kannst mal hier hinten irgendwo parken auf dem Bürgersteig. LF101. Ich weiß nicht, wie wäre es denn, wenn wir denn hier hinten auf die Straße drauf fahren oder beziehungsweise auf dieses kleine Gässchen. DLK parken wir mal hier. Rettungswagen tun wir mal. Hatten wir nicht hier hinten schon mal einen Brand gehabt in irgendeiner Folge? War da nicht irgendwas? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube, das war eine sehr unangenehme Stelle. Deswegen würde ich gerade nochmal ein weiteres Fahrzeug hier hinten hinschicken und nochmal vielleicht ein weiteres Fahrzeug hier vorne. Oder hier hin. Sicherheitshalber und so. Dass wir das hier außenrum ein bisschen. Bisschen sicherer hinkriegen. So, Polizei ist, glaube ich, gleich da. Klingt jedenfalls danach. Ich weiß nicht, wo die rumäumelt. Da ist sie. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Ich sehe gerade, wir haben hier noch einen TH1 Sturmschaden. Technische Hilfeleistung. Müssen wir gleich mal gucken. Und was ist das? Vergiftung, Überdosis. Okay, da schicken wir gerade erstmal einen Rettungswagen hin. Kann er da drinnen parken? Nee, komm, er soll hier außen parken. Baum zersägen. Oh. Oh. Ich schicke meinen Rüstwagen dahin. Aber jetzt, das hat jetzt meine größere Aufmerksamkeit. Da brennen schon zwei Autos. Das ist natürlich gar nicht so fein. Erwarte Befehle. Sofort. Das ist natürlich gar nicht so fein. So, der ELW ist da. Ich weiß nicht, ob ich meine Feuerwehrfahrzeuge so nah parken sollte. Da dran. Oh Gott, das brennt aber auch alles schon wieder heftig. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ich gehe hier mal runter bei der Einsatzstufe, weil zwei große Einsätze, jetzt noch irgendwas dazu, weiß ich nicht, muss nicht sein. Ich will mich lieber auf den bisschen konzentrieren. Wir haben mit den vier Einsätzen, glaube ich, schon genug zu tun. Erwarte Befehle. Alles klar. So, wenn man fast im Feuer drinne parkt, dann muss man nicht so weit laufen. Alles klar. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Man sollte immer im gescheiten Sicherheitsabstand parken. Was gibt's? Jawohl. DLK soll gerade mal so hinfahren. Richte ich dann direkt aufs Haus. Wenn die mal geparkt hat. So. Jetzt alle anderen aussteigen. So viele sind leider im Fahrzeug nicht drin, ne? Da ist der Rettungswagen. Ja. Direkt bitte mal behandeln. Ist in Arbeit. So. Ja. Wasserversorgung. Direkt herstellen. Okay. Bin bereit. Auch Schnellangriff erstmal. Hier auch. Bin bereit. Alles und hier klar. Auch. Bin bereit. Hauptsache, es wird erstmal angefangen zu löschen. Bin bereit. So, dann, wenn das aufgebaut ist. Verstanden. Dann machen wir hier im Verteiler hin. Oh, irgendwie, jetzt klingelt gerade mein iPad mit einer unbekannten Nummer. FaceTime-Anruf, unbekannte Nummer, das ist natürlich gut. Das ist natürlich gut. Ich tue mein iPad mal in die Ferne bewegen. So, schon vorbei. Schon vorbei. Unbekannte Nummer, FaceTime-Anruf, ja, da bin ich ja mal gespannt später. Wer das gewesen sein soll. Ja. So, bitte Schlauch anschließen. Alles klar, erwarte Befehle. Und es klingelt schon wieder. Diesmal normaler Anruf. Gut zu wissen. Was gibt's? Bin dabei. Erwarte Befehle. Bin dabei. Was gibt's? Wird gemacht. Bin bereit. Kein Problem. Ja. Bin dabei. In Ordnung. Erwarte Befehle. So, die DLK müssen wir noch anschließen, damit wir davon löschen können. Dann müssen wir hier gerade mal schauen. Verteiler würde ich noch hier hinsetzen. Dann natürlich Wasserversorgung. Das Fahrzeug ist eh schon ziemlich aufgebraucht.
Da soll ein Hydrant sein, da ist einer, habe ich übersehen. Ich will ja nicht sagen, dass mein Handy immer noch klingelt, aber es klingelt immer noch. Jetzt wurde mal aufgelegt. Unbekannte Nummer. Keine Ahnung. Ja? Kein Problem. Alles klar. Erwarte Befehl. Bin bereit. So, Wasserversorgung. Wie sieht's hier hinten aus? Ziemlich schlecht sieht's da hinten aus. Das ist nicht so schön. Aber wir können vielleicht... aber anscheinend geht das nicht. Höre. Wasserversorgung... Können wir bis zu dem Fahrzeug gehen? Geht anscheinend nicht. Können wir bis hier hinten hingehen? Zu Befehl. Geht anscheinend nicht. Das ist natürlich doof. Ich kann aber theoretisch hier noch ein paar Leute dran schicken. Die haben noch ein bisschen Wasser. Da sieht's halt extrem eng aus. Was geht's? Ja, man kann auch mit dem TLF hier quasi so ein Wassertransport-Dingens machen, aber ist halt auch nicht ganz so einfach. Aber ich kann theoretisch mal ein TLF hierher schicken, dass wir das Fahrzeug mit Wasser wieder befüllen. So ein Pendelbetrieb. Warum ist hier keine Wasserversorgung hergestellt? Achso, weil wahrscheinlich kein Typ mehr frei ist, der das machen könnte von dem Fahrzeug aus. Das ist natürlich doof. Das Fahrzeug hier ist jetzt auch fast leer. Ich brauche noch weitere Fahrzeuge. Hilft mir nichts. Das hilft nichts. So komme ich nicht weiter. Ja, Fahrzeug ist leer. Ja. In Ordnung. Nee, geht nicht. Schade. Schade, schade, schade. Bin ich weiß noch nicht, ob ich irgendwie selber so eine Schlauchleitung legen kann. Okay, das Fahrzeug ist auch leer. Das ist halt echt beschissen. Ja. Das ist gerade halt echt beschissen. Ja. So, der Bus zappelt sich da einen ab. Achtung, Taschendiebstahl. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Ja, mal gucken, wo der hinrennt. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Polizei steht ja direkt daneben. Also so weit wird er wahrscheinlich nicht kommen. Ist in Arbeit. Ah, um den Baum müssen wir uns auch noch kümmern. Okay. Das ist halt echt doof mit der Wasserversorgung. Deswegen wollte ich jetzt hier ein paar Bäume wegsägen. Erwarte Befehle. Okay. Was gibt's? Erwarte Befehle. Jawohl. Ja, bin dabei. Na komm, wenn er die nächste Pause macht, dann haben wir den. Erwarte Befehle. Höre. Jetzt macht er Pause. Höre. Jawohl. Erwarte Befehle. Ist in so, ich hoffe, dass gleich weitere Fahrzeuge hier beim Brand angekommen sind. Sieht momentan noch nicht so aus. Gar nicht gut. Das ist halt richtig beschissen mit der Wasserversorgung hier. Das ist halt wirklich richtig schäbig. Ja. Kann ich hier noch ein paar Leute dran schicken? An den Verteiler, dass wenigstens hier hinten noch gelöscht wird. Okay. Wenn ich das Fahrzeug hier jetzt ein bisschen näher an den Brand dran fahre, dann kann ich vielleicht von dem Fahrzeug und so weiter und so fort wieder so eine Kette aufbauen. Das ist meine Hoffnung. Bin dabei. So, der hat den Baum da weggehauen. Okay, jetzt brennt es auch schon hier drüben. Das ist halt wirklich gerade Katastrophe. Kein Problem. Ich rufe nochmal einen TLF. Das ist halt echt gerade richtig beschissen. Sofort. Ich brauche nicht das, ich brauche eine Wasserversorgung. Einmal von hier bis zu dem Fahrzeug und dann von dem Fahrzeug zu dem Fahrzeug. Ja, ist in Arbeit. Wie sieht's hier hinten aus? Was gibt's? Wird gemacht. Ja.
So, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier so draufklicke, ob das reicht, dass die aussteigen. Jawohl. Nee. Gut. Erwarte Befehle. Das TLF, ich habe gelesen, man kann irgendwie da eine Wasserversorgung herstellen. Jetzt machen sie, glaube ich, irgendwas. Jetzt brennt es natürlich hier drüben auch schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen langsam gehandelt. Ein bisschen langsam. Kann bitte jetzt jemand eine Wasserversorgung herstellen zu diesem Fahrzeug? Wird gemacht. Renn. Renn. Ja, ist in Arbeit. Oh, da muss ich von dem da draufklicken. Erwarte Befehle. Verstanden. Ich brauche jedenfalls Wasser. Ich glaube, ich muss von dem da draufklicken. Jetzt geht alles schief. Jetzt geht alles schief. Jetzt ist alles verloren. Wird gemacht. Jetzt ist alles verloren. Bin bereit. Höre. Ja? Sofort. Also, da wird fleißig gelöscht. Da wird auch fleißig gelöscht. Bin bereit. Alles klar. Sicherheitshalber. Oh, das andere Haus brennt mittlerweile auch schon hier drüben. Gar kein Thema. So eine Scheiße. Ach, das Haus brennt auch schon. Oh Mann. Dadurch, dass ich jetzt das da angeschlossen habe und das da angeschlossen habe, tut er immer nur stoßweise löschen. Aha, das habe ich natürlich super gemacht. Höre. Kann ich das auch irgendwie wieder entfernen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Höre. Bin dabei. Ach ja, wenn so ein Einsatz mal richtig schief geht, das ist natürlich toll. Das ist natürlich toll. Na gut, passiert. Okay, das Haus ist auf jeden Fall wieder gelöscht. Jawohl. Das Fahrzeug soll von dem jetzt Wasser beziehen und das Fahrzeug soll theoretisch von dem auch Wasser beziehen. Kein Problem. Ist ja ein TLF hier, oder? Ja. So, der ist festgenommen. Ich stehe immer noch auf der Straße. Das ist auch nicht so toll. Baum muss immer noch zerlegt werden. Was nehmen wir da? Die Kettensäge wahrscheinlich. Ja. Kettensäge bitte. Wird gemacht. Ja, ich habe zu wenig Fahrzeuge am Anfang dahin geschickt. Ich wusste ja, dass ich hier eine schlechte Wasserversorgung habe. Ich habe aber gehofft, wir bringen es vorher irgendwie unter Kontrolle, bevor es noch weiter ausartet. Und ja, war dann komplettes Chaos. Komplette Katastrophe, aber gut, da mussten wir jetzt durch. Blieb nichts anderes übrig. Wir müssen noch irgendwo Wasser beziehen für das Fahrzeug, dass es beim nächsten Einsatz wieder voll ist. Bin bereit. Wird erledigt. Geh du mal zurück, tu deinen Schlauch mal weg und dann kannst du da mal eine Wasserversorgung anschließen. Was gibt's? Pures Chaos. Pures Chaos. Rettungswagen brauchen wir aber keinen. Eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Manchmal will man halt einfach nicht unnötig viel Zeug alarmieren. Und dann hat man zu wenig oder alarmiert dann zu spät nach. Weil man halt, wie gesagt, eigentlich so wenig wie möglich hinschicken will. Und dann artet es so aus wie in dem Fall. Aber gut, wir haben es ja dann doch noch jetzt schnell unter Kontrolle gekriegt, nachdem mal genug Fahrzeuge da waren, mit genug Wasser. Ja, so, jetzt können die auch mal Richtung Krankenhaus fahren. Da habe ich das hingeschickt. Die sind fleißig am Baum zersägen. Könnten noch mal eigentlich ihre Umfeldbeleuchtung anschalten und den Heckwarner. Das passt jetzt gerade so richtig zum aktuellen Wetter in der Realität, weil es ist so extrem windig gerade draußen. Gar nicht schön. So, wo war denn der Brand? Ich schätze hier, wo die 1000 Fahrzeuge stehen. Erwarte Befehle. Ja gut, das funktioniert so nicht, weil ich halt einmal von da nach da und einmal von da nach da. Ich merke mir das irgendwie nicht, was ich zuerst anklicken muss. Aber ich glaube, das Fahrzeug, was von einem anderen Fahrzeug Wasser beziehen möchte, also zum Beispiel das da, von dem muss ich dann so rum anklicken. Oder so. Keine Ahnung. Bin bereit. Zu Befehl. Ja. Das funktioniert irgendwie alles gerade nicht so. Dann müssen sie halt leer zurückfahren. Ist mir jetzt wurscht. So, ihr könnt wegfahren, ihr könnt wegfahren, ihr könnt auch wegfahren. ELW kann auch weg. Polizei, weiß ich nicht.
brauche noch einen Abschlepper, einen weiteren. Dann hatte ich noch ein weiteres Fahrzeug alarmiert gehabt. Ich weiß aber nicht, wo das jetzt kommt, wann das kommt und wieso das kommt. Das ist es nicht. Das ist es. Freiwillige Feuerwehr. Einsatzabbruch. Ab wieder zurück. Ab wieder zurück. Ja, das hat jetzt überhaupt kein Wasser mehr im Tank. Ich bin nur überlegen, ob ich es gerade nochmal irgendwie nebenhin schicke, aber nee, komm. Egal. Im nächsten Einsatz ärgere ich mich dann, aber so lange spiele ich wahrscheinlich eh nicht mehr, nur noch eine halbe Stunde so ungefähr. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht mehr. Was geht's? So, erster Abschlepper ist da. Die sind hier noch fleißig am Wegräumen. Die Polizei kann theoretisch auch schon wieder wegfahren. Theoretisch. So, ein Fahrzeug ist weg. Dann fehlt jetzt noch ein weiteres. Erwarte Befehle. Das abgeschleppt werden muss. Ich weiß aber nicht, wie lange der Abschlepper dafür noch braucht. Erwarte Befehle. Jawohl. Schätzungsweise nicht mehr so lange. Nicht mehr allzu lange wahrscheinlich. Ich bleibe jetzt nochmal mit dem Streifenwagen dahinter stehen, damit ich es nicht vergesse. Da ist er ja schon. Da ist er ja schon. So, da wird fleißig behandelt. Das sieht doch soweit gut aus. Blaulicht aus, Heckwarner an. Perfekt. Ja, fahr doch direkt ins Auto rein. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Unangenehme Stelle wieder. Unangenehme Stelle. Das kann schnell wieder ausarten. Ich schicke mal ein TLF hier hin, weil ich Hoffnung habe, Monitor auf dem Dach. Ach, hi. Gerade vorbeigefahren oder was? Freiwillige Feuerwehr, da ist sie. Da ist sie direkt. Finde ich gut. Ja, TLF habe ich auch nochmal hergeschickt. Dann kann ich notfalls mit dem Dachmonitor da löschen, falls ich hier wieder mit der Wasserversorgung irgendwelche Probleme kriege. Zu Befehl. Ja. Jawohl. Ich weiß nicht, ob er so weit laufen kann. Höre. Okay, es reicht aber mit Wasserversorgung dahin. Okay, die Feuerwehr war sehr, sehr, sehr schnell vor Ort. Sehr, sehr, sehr schnell. Somit Brand schon unter Kontrolle. TLF kann direkt wieder abbestellt werden. Einsatzabbruch. Ja, jetzt bin ich auf Nummer sicher gegangen, weil falls ich jetzt da nicht hingekommen wäre, hätte ich mit dem Dachmonitor das locker löschen können. Okay. Aber so können direkt wieder zusammenpacken. Willst du dich nicht mitnehmen? Egal. So. Was geht's? Ich denke mal, der holt es noch gleich wieder, das Strahlrohr. Das nicht das Strahlrohr, das Standrohr. Ja, jetzt ist gerade richtig entspannt. Oh, das Haus sieht noch richtig zerstört aus. Gar nicht schön. Gar nicht schön, ja. Und das hat ja auch leider gebrannt gehabt. Und das hat leider auch gebrannt gehabt hier an der Seite. Ja, das nächste Mal wird direkt hier richtig viel Material hingebollert. Türöffnung. Person hinter verschlossener Tür. Türöffnung. Kennen wir schon ganz gut. Machen wir wieder Stichwort Alarmierung. Da haben wir hier P-Tür, hilflose Person hinter Tür. Einmal HLF. Einmal Rettungswagen, einmal Funkstreifenwagen. Ja, den können wir hier vorne von mir aus parken. Ist egal. Es ist aber wieder kein Streifenwagen hier oben in dem Eck unterwegs. Ist es, warum steht er da mit Blaulicht? Was geht's? Geh auf Streife. Blaulicht kannst du ausmachen, okay.
brauchen wieder mal ein paar mehr Wagen auf der Straße, glaube ich. Weil so ist, da ist ein Streifenwagen unterwegs. Was haben wir hier unten noch alles? Zwei Fahrzeuge stehen da noch stationiert. Ansonsten, hier stehen auch noch zwei. Wir haben eigentlich recht viele Fahrzeuge schon auf der Straße unterwegs. Ja, hier am Bahnhof ist auch okay, wenn da noch ein Fahrzeug steht. Naja. Jetzt ist gerade mal schön gechillt. Gar kein Thema. Okay, Rettungswagen ist erster. Hat gewonnen. Glückwunsch. Glückwunsch. Umfeldbeleuchtung auch an. Heckwarner an. Machen wir wie beim letzten Auftrag. Wir bereiten ihn schon mal ein bisschen vor. Einmal Sanitasche und einmal die Trage. Alles klar. Ah, ich weiß. Der Streifenwagen, der da mit Blaulicht stand, der hat quasi den Einsatz hier gekriegt gehabt, wollte hier hinfahren, ist aber noch nicht losgefahren gewesen. Deswegen stand er mit Blaulicht da. Ich habe den gleich wieder auf Streife geschickt. Ich sehe es nur gerade, weil hier die Markierung fehlt. Ah, ein Feuerwehrer ist er. Was gibt's? Klar. Gut. Bin dabei. Bin bereit. Kein Problem. Machen wir hier gerade mal ein bisschen heller. Ja. Die Polizei ist jetzt auch endlich mal angekommen, nachdem ich falsch geklickt hatte. Ja. Sofort. Nicht ins Fahrzeug gehen. Nicht. Musst du nicht. Bleib draußen. Erwarte Befehle. Ich habe nur falsch geklickt. So, Lichtmast wollte ich auch gerade aufbauen. Der ist gerade dabei. Jawohl, dann sehen wir auch, was wir da machen. Hab schon wieder die falsche Keule ausgewählt. Bin bereit. Verstanden. Den will ich. So. Ja. Verstanden. Erwarte Befehle. Sofort. Erwarte Befehle. So, dann lassen wir alle direkt mal vor der Tür warten. Okay. Was gibt's? Ist in Arbeit. Erwarte Befehl. Einmal ins Krankenhaus, bitte. Er sucht noch den Weg zur Patientin. Natürlich auch immer toll, stehst direkt daneben, musst dann erstmal einen riesen Umweg laufen, weil du es irgendwie nicht raffst, dass die vor dir liegt. So, brauchen wir einen Notarzt oder nicht? Nee, da brauchen wir keinen. Vielleicht für den Transport, aber aktuell nicht. Aktuell nicht. Ich wollte gerade gucken, ob ich lesen kann, was da hinten draufsteht, aber ich erkenne es nicht so wirklich. Aber auch der Motorsound, der klingt richtig, richtig gut. Dieses Klackern ist schon... Respekt. Ich sag's ja immer wieder, die Liebe zum Detail hier drinnen ist einfach Wahnsinn. So, die Feuerwehr kann eigentlich weg. Die Polizei kann die Tür schon mal verschließen. Der Rettungswagen kann jetzt in wenigen Sekunden die Person ins Krankenhaus bringen. Was gibt's? Ich will den Typ dahinter auswählen. So. Tür ist verschlossen, alles klar, dann könnt ihr theoretisch wieder euch verdünnisieren. Feuerwehr fährt auch weg. Alles klar, jetzt wird es wieder dunkel hier. Aber der Rettungswagen ist auch gleich weg. So. Bin bereit. Einmal Krankenhaus. Die sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Die sind jetzt auch gleich auf dem Weg ins Krankenhaus. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Wir haben jetzt so viele Streifenwagen eigentlich unterwegs. Aber trotzdem sind manche Stellen halt einfach noch komplett leer. Da ist kein Streifenwagen unterwegs.
Okay, hier ist einer unterwegs. Ansonsten ist das komplette Gebiet hier ist leer. Das Gebiet hier ist auch ziemlich leer auf der Minimap. Oh, habe ich hier vergessen wegzuräumen. Sorry, hatte wichtige Dinge zu tun. Kleiner Stau hier. Was ist denn das passiert? Ist ja nicht schlimm. So, da haben wir einen Streifenwagen stehen und da haben wir noch einen stehen, direkt zwei gegenüber. Meistens sind die irgendwie immer im gleichen Gebiet unterwegs, statt mal sich ein bisschen verteilen und hier absprechen. Tschüss. Er fährt außerhalb von der Map. Hier haben wir noch einen unterwegs. Da ist einer unterwegs. Ja, ist schon besser als, wie gesagt, als wenn die an der Wache stehen und dann erst ausrücken müssen. So sind die halt direkt abrufbar, direkt vor Ort. Wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat. Und da ist wieder der wunderbare Grafikbug. Ich muss wohl wirklich die Grafikqualität von Ultra auf hoch stellen. Ja, das ist die Lösung, was die Entwickler von der Mod quasi selber vorschlagen. Weil sonst kommt dieser Grafikbug halt immer wieder, weil Emergency halt einfach nicht dafür ausgelegt ist bei so einer großen Map. Bei der kleineren Map können wir alles wieder auf Ultra stellen, aber ich denke mal hier, ich muss nochmal nachlesen, was genau auf hoch sein soll und was auf Ultra da oder bleiben kann. Ich stelle jetzt einfach mal alles auf, beziehungsweise Dekorationsdichte, mein Gott, Ultra, Beleuchtung, mein Gott, Ultra, Darstellungsqualität lassen wir auch mal auf Ultra. Ich tue jetzt nur die, ach komm, ich lasse erstmal alles auf Ultra, ich lese nochmal genau nach. Ich lese nochmal genau nach, was man da runterschrauben soll. Vielleicht auch alles auf hoch, vielleicht auch nicht, werden wir erleben. Ja, ansonsten, ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge, weil ich nicht jetzt das Spiel nochmal neu starten möchte. Die Folge geht schon 46 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Falls ja, lasst eine Bewertung da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch dem Discord-Server beitreten, würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy. Tschüss.